Bevor wir auch nur einen einzigen Strich aufs Papier gesetzt haben, scheitern bereits viele Zeichnungen, weil man sich vorab ein paar grundlegende Überlegungen nicht zunutze gemacht hat. Ich zeige dir hier anhand eines konkreten Beispiels, welche vier Überlegungen das sind und wie du sie auf deine Vorlage anwenden und in deine Zeichnung übertragen kannst. Du möchtest also dein zeichnerisches Können und deine künstlerische Vision präziser umsetzen? Dann ist dieses Video vielleicht genau richtig für dich. Nummer 1. Der erste wirklich wichtige Punkt ist die Beobachtung. Wir müssen genau beobachten, was wir zeichnen. Also nicht nur sehen und erkennen, was vor unseren Augen ist, sondern auch verstehen, wie die Bestandteile in der Vorlage funktionieren bzw. wie sie zueinander stehen. Nimm dir daher die nötige Zeit, um das Motiv zu studieren, bevor du mit dem Zeichnen beginnst. Achte auf die Formen, Linien, Proportionen und die Anordnung der Elemente im Motiv. Betrachte auch das Licht und die Schatten, dass sie die Formen beeinflussen und Tiefe verleihen. Jetzt zur Verdeutlichung dieser vier Punkte habe ich jetzt diese Fotografie gewählt, damit wir auch sehen, was das eigentlich bedeutet. Jetzt Punkt 1, die genaue Beobachtung, auf was muss ich denn effektiv achten, wenn ich eine Vorlage habe. Jetzt bei einer Fotografie müssen wir natürlich unterscheiden, das ist ganz etwas anderes, wenn wir persönlich vor Ort sind. Wenn du eine Fotografie hast, dann hast du immer den Blick des Objektivs bzw. die Verzerrung des Objektivs. Die ist immer anders, als wenn du persönlich vor Ort wärst. Das sehen wir hier durch die Linse. Wir haben hier ungerade Kanten. Hier zum Beispiel geht es schräg rein. Hätten wir so nicht, die Häuser wären gerade. Das ist alles wegen dem Objektiv. Auch sehen wir hier ganz viel Wand. Wenn wir vielleicht vorne dran wären, würden wir vielleicht das hier gar nicht sehen. Durch die Krümmung der Linse sehen wir natürlich die Seiten links und rechts eher mehr, als wenn wir persönlich vor Ort wären. Also die Verzerrung des Objektivs muss man dann mit einbeziehen. Auch sehen wir nicht unbedingt, wo jetzt die Horizontlinie ist. Jetzt in diesem Fall die Höhe der Kamera. Ich denke mal, sie wäre ungefähr hier. Aber die Horizontlinie ist in diesem Fall auch relativ egal, weil wir haben so viele verwinkelte Linien und ungerade Linien, vielleicht hier, wo ein Horizont vielleicht noch sichtbar wäre, oder das hier. Aber eigentlich ist die Horizontlinie in diesem Fall egal, weil es gibt da nichts, wo man gerade nachzeichnen oder akribisch dann auf die Linie setzen könnte. Dann haben wir hier noch eine ziemlich deutliche Unterteilung des Bildes in hell und, also in hell und dunkel. Hier haben wir ganz viel dunkle Aspekte, hier noch ein bisschen. Also auch diese Dynamik zwischen hell und dunkel, wenn du das dann später vielleicht farblich umsetzen möchtest, das ist auch noch ziemlich stark. Also hier haben wir fast schwarz und hier fast weiß. Also 100 zu 100, der Unterschied ist markant. Ganz starke Kontraste ist auch noch ein Aspekt dieser Vorlage. Und natürlich ganz speziell die Musterung hier auf der Strecke, auf dem Weg. Auch hier in der Wand die ganzen Steine, die völlig unregelmäßig sind, auch hier etwas gebastelt. Da sehen wir etwas Struktur, hier hinten im Haus, da auf der Wand ein bisschen. Und da kannst du dich dann später fragen, ja, was macht Sinn, was zeige ich effektiv, was arbeite ich aus, was lasse ich weg, dass man sich da ein bisschen Gedanken macht, was ist wichtig überhaupt. Oder hier haben wir fast gleichmäßige Flächen, auch das hier, der ganze Himmel ist gleichmäßig. Das hier auch und das ein bisschen die Straße. Auch hier haben wir diese Dualität zwischen komplex und einfach und dann natürlich ja, ein paar Fluchtlinien, ein paar markante Linien, wo man sich dann später überlegen sollte, wo man ansetzen möchte oder welche Bereiche man später akzentuieren möchte. Also diese Linie ist natürlich ganz stark, wenn wir sehen, die Straße geht nach oben. Das hier ist natürlich stark, das da hier, dann haben wir diese Linien da. Das ist natürlich sehr stark. Alles, was ziemlich dunkel ist. Und diese Kirche in der Mitte. Das sind so die, ja, die Action-Lines, sage ich mal, die das Bild zusammenhalten und ihr diese gesamte Dynamik auch geben. Und ja, das ganze Bild wirkt für mich sehr organisch. Es ist keine starre Architektur, es ist keine New Yorker Skyline, wo alles tak, 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 gerade ist. Sondern da ist effektiv sehr viel Leben drin. Also da kann man sich schon mal... Also ich freue mich da immer, wenn ich so etwas umsetzen kann oder wenn ich so etwas finde in den Ferien. Da musst du keine geraden Linien da beachten oder nicht unbedingt. Hier dieses Dach geht ein bisschen schräg. Hier haben wir auch das Dach hier, wo sehr schräg
runtergeht. Ich weiß nicht, ob das das Objektiv ist der Kamera, ob das effektiv ein bisschen eingesackt ist, das Haus. Und natürlich haben wir das hier, wo ein bisschen lebt. Und auch hier die Wand, die da X-Kanten hat, irgendwie so geht und dann zurückgeht und vorne dran ist. Also sehr, sehr organisch, alles sehr so, ja, ich sag mal, verspielt. Und mit dem kann man auch arbeiten. Vielleicht möchte man das betonen, vielleicht begradigen, wenn das einem hilft. Ja, und so sollte man sich die Zeit nehmen, diese Szenerie ein bisschen kennenzulernen, aber sich ein bisschen mit diesen speziellen Elementen auseinandersetzt, um der Vorlage auch gerecht zu werden. Nummer 2. Überlege dir, was du betonen möchtest. Jetzt, nachdem du das Motiv genau betrachtet und gesehen hast, wie es wirkt, kannst du dir nun überlegen, was du mit deiner Zeichnung ausdrücken möchtest. Mit dieser Überlegung kannst du deinen künstlerischen Ausdruck lenken. Möchtest du vielleicht so konkret wie möglich bleiben, um zu informieren und die Szenerie möglichst realistisch darzustellen? Oder möchtest du dein Motiv in die eigene Sprache übersetzen, um deinen eigenen Stil weiter auszubauen, auszuprobieren? Welche bestimmten Details oder Aspekte des Motivs sollen dabei hervorgehoben werden? Soll die Stimmung oder Atmosphäre des Motivs eingefangen werden? Indem wir uns diese Fragen stellen, können wir einen klaren Fokus für unsere Zeichnung oder unser Gemälde festlegen und gezielt darauf hinzuarbeiten. Dies hilft uns, eine kohärente und aussagekräftige Zeichnung zu schaffen, die die gewünschte Botschaft oder Wirkung vermittelt. Wie gesagt, das ist, überlege dir, was du betonen möchtest. Wir haben jetzt das ganze Bild kennengelernt und jetzt kannst du sagen, ja, ich finde die Architektur einfach klasse, die Musterung, die ist mir relativ egal. Aber ich möchte eher die Silhouetten betonen, vielleicht hier, vielleicht noch diese Mauer. Und den Rest lasse ich eher im Ungenauen. Oder ich betone nur diesen Bereich hier. Wie gesagt, du kannst natürlich auch, du musst ja nicht die Vorlage 1:1 umsetzen. Du kannst ja auch nur einen Ausschnitt aus dieser Vorlage nehmen. Du bist ja ganz frei. Und da kann man sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht nur diesen Ausschnitt. Der Rest ist mir eigentlich egal. So, das lasse ich weg. Das macht es dann natürlich auch einfacher, wenn du jetzt nur das hast. Was betone ich in diesem Bild? Oder ich möchte vielleicht diese Kirche hier betonen, diese genauer ausarbeiten, den Eingang hier, vielleicht noch die Blumen, die Fenster, das ein bisschen. Das würde ich sagen, vielleicht lasse ich das ganz weg, das Haus, das passt mir nicht. Oder? Dann zeichne ich hier nur die Büsche und das Haus hinten dran und gut ist. Dann habe ich hier dieses Haus. Wie gesagt, du kannst mit der Vorlage auch spielen, dann kannst du sie ein bisschen abändern. So, und dann vielleicht noch diese Büsche und vielleicht noch hier diese Struktur, ja, die Straße da, diesen Mittelteil, das ist ziemlich stark dann in der Mitte. Wir haben dann diese Zentralperspektive, die das Bild noch stärker betont und das Ganze zusammenhält. Und ja, so kannst du ein bisschen so Stück für Stück reingehen in die Vorlage und hier ausdefinieren, was du effektiv betonen möchtest. Wenn du zum Beispiel mit Aquarell arbeitest, kannst du natürlich auch sagen, ja, ich möchte diese dunklen Sachen hier, das ein bisschen, diesen Bereich eher ein bisschen so flowig oder ein bisschen so grob mit einem groben Farbakzent betonen. Und diese Sachen hier betone ich dann vielleicht eher mit einem Duschstift, eher kantiger, eher ein bisschen härter oder ein bisschen genauer. Dann habe ich hier die Details wiederum. Da kann man auch diese Dualität betonen zwischen ungenau und genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder wir machen das auch farblich. Wir sehen hier diese Straße hier, ein bisschen das. Das ist blau. Der Himmel ist auch blau. Und der Rest ist, ja, ich sage mal so ockergelb. Auch das hier. Dann haben wir hier zwei Farben, wo miteinander spielen. Das ist auch ganz wunderbar. Und dann machen wir einfach dieses Farbenspiel zusammen und als Akzentfarbe setze ich dann nicht unbedingt ein Schwarz, aber eine dunkle Farbe, wo ich dann die dunklen Stellen betonen möchte. Da kann man dann effektiv mit zwei Farben spielen, ein bisschen mischen, dieses Blau hier ein bisschen dunkler gestalten, hier dieses Ocker ein bisschen heller, hier wiederum ein bisschen dunkler und so kann man auch mit Farben gewisse Aspekte des Bildes betonen. Nummer 3. Überlege dir die Umsetzung. Hast du dich für eine gewünschte Bildwirkung entschieden,
so kannst du dir beim dritten Punkt überlegen, welche Techniken, welche Linienführung, welche Farben und so weiter du dafür einsetzen möchtest. Möchten wir Linien mit unterschiedlicher Dicke verwenden, um Tiefe zu erzeugen? Möchten wir Formschraffuren oder Kreuzschraffuren verwenden, um Schattierungen zu erzeugen? Vieles hängt auch von der finalen Größe, deinem Ausgangsmaterial, deiner Zeit und natürlich dem Motiv ab. Stelle aber die gewünschte Bildwirkung immer in den Vordergrund. Der Rest soll sich danach richten und orientieren. Okay, Nummer 3 ist die Umsetzung. Wie möchte ich das Ganze umsetzen? Vielleicht hast du ja bereits deine Materialien bereit liegen, Zeichenkohle oder Zeichenbuntstifte, eine Tuschfeder, was auch immer, und möchtest unbedingt mit diesen arbeiten. Vielleicht weißt du ja schon, dass du mit jedem Instrument oder mit jedem Werkzeug nur so und so arbeiten kannst und du hast dann schon eingeschränkte Möglichkeiten, was auch sehr befreiend sein kann, da musst du nicht darüber nachdenken. Und ja, da kann man sich dann fragen, möchte ich vielleicht diese Sachen alle mit Outlines ein bisschen betonen? Möchte ich da wirklich ein bisschen so grafisch arbeiten? Oder betone ich effektiv die Umrisse mehr und die Inhalte akzentuiere ich nur mit einer leichten Farbe oder mit Hell- und Dunkeltönen? Das gleiche dann auch hier mit der Straße. Vielleicht zeige ich nur ein paar der Muster, also ein bisschen der Musterung. Und natürlich nicht alles, sonst wäre es ja verrückt. Oder genau im Gegenteil, ich zeichne die ganze Straße ganz genau. Dafür zeichne ich den Rest ein bisschen nur als Andeutung. Also du kannst auch hier dann entscheiden mit der Umsetzung, wo du gewisse Bereiche verstärken oder weniger stark machen möchtest. Und so eine Vorlage, wenn wir jetzt hier ganz viele Steine haben, hier die Steinmauer, diese Musterung in den Straßen, das schreit ja förmlich nach Umsetzung. Es ist ja so spannend. Da kann man sich dann fragen, wie mache ich das jetzt? Mache ich da jetzt akribisch Stein für Stein? Oder setze ich das Ganze mit einer Schraffur oder gar mit einer Kreuzschraffur um? Mache das Ganze nur flächig und betone hier nur die hell-dunkel Aspekte. Also hier wäre es zum Beispiel, sage ich mal, eine vierfache Kreuzschraffur. Wenn ich das wirklich nur dunkel machen möchte mit einem Stift, je heller es wird, desto heller mache ich dann die Schraffur oder desto weniger hier bei den dunklen Stellen. So. Oder gehe ich dann effektiv mit den Formen mit. Und so weiter. Also man kann wirklich die Umsetzung kann hier sehr, sehr abstrahiert sein. Wie mit einem Photoshop-Filter, wo man das Ganze wirklich komplett anders darstellen kann. Vielleicht mache ich das Haus hier vollflächig, eine Farbe, ohne irgendwelche Strukturen zu zeigen und lasse hier nur die Fenster frei. Das kann auch ganz, ganz speziell aussehen, ganz toll. Also wenn wir hier zum Beispiel mit einem dicken Filzstift das Ganze umsetzen müssten, wie würde das aussehen? Vielleicht die Blumen hier wirklich nur andeuten, nur so. Dann haben wir hier diese Sachen. Das wäre wie ein Papierschnipsel, wie eine sehr, sehr moderne Illustration oder einfach eine fast comicartige Illustration. Da bist du wirklich effektiv sehr frei, aber die Umsetzung sollte in sich stimmen. Also entweder machst du so etwas und du machst so etwas über das gesamte Bild, damit wir im gesamten Bild auch immer die gleiche Sprache haben. Und das ist noch wichtig, damit man nicht da etwas missversteht. Wieso ist jetzt das so oder wieso ist jetzt das so? Und es ist auch dann für dich einfacher, einen Stil über die Zeichnung dann zu gebrauchen und auszuprobieren, was funktioniert weniger. Wie gesagt, die Sachen, die vorne sind, ein bisschen fester betonen und die Sachen, die hinten sind, ein bisschen feiner betonen, die Linien. Und das, was vorne ist, dann wieder ein bisschen mehr. So kannst du auch mit Liniendicke oder mit der Linienschwärze eine Tiefenwirkung erzeugen. Das gleiche gilt auch für die Farbe. Alles, was hinten ist, ein bisschen blasser, alles, was vorne ist, ein bisschen kräftiger, dann kommt das Ganze nach vorne. Und das gleiche auch mit den Details, alles, was vielleicht ins Auge springt, ein bisschen ausarbeiten, alles, was weiter hinten ist, nur andeuten, nur eine Struktur andeuten, nichts genau da ausarbeiten.
noch seinen Balkon hier, weil die Andeutung genügt oft, meistens, in den meisten Fällen, das Auge des Betrachters vervollständigt dann die Szenerie. Also muss man sich gar nicht so viele Sorgen machen, dass man da zu wenig Details drauf hat, überhaupt nicht. Das genügt, wenn man effektiv nur ein paar Sachen andeutet, die wichtigsten vielleicht oder die prägnantesten, und das genügt dann auch. Und Nummer 4, frage dich, wo du anfangen und wie du im Zeichnungsprozess weiterfahren möchtest. Der Prozess des Zeichnens erfordert eine klare Strategie, um ein in sich stimmiges Bild zu erzielen. Möchten wir mit den Grundformen beginnen und dann allmählich Details hinzufügen? Möchten wir bestimmte Bereiche des Motivs priorisieren und zuerst zeichnen? Möchten wir gar ganze Bereiche des Bildes nur leicht andeuten und andere dafür genauer ausarbeiten? Indem wir uns im Voraus überlegen, wie wir vorgehen möchten, können wir unseren Arbeitsablauf optimieren und somit Zeit und Nerven sparen. Es ist dabei aber wichtig, flexibel zu bleiben und sich während des Zeichnens anpassen zu können, wenn sich die Zeichnung doch anders wie gewünscht entwickeln sollte. Aber eine klare Strategie zu haben, kann uns dabei helfen, den Prozess bewusst zu lenken. Ja, und der vierte Schritt ist natürlich dann die Überlegung, wie fange ich an überhaupt. Das hängt natürlich dann auch von den Materialien ab. Wenn du mit Aquarell arbeitest, setzt du dann vielleicht einen Grundton ins Bild, vielleicht hier ein bisschen blau, kalter Bereich hier und dann vielleicht ein bisschen Ocker oder Gelb hier in diesem Bereich. Dann hast du so zwei Grundfarben und dann gehst du natürlich immer von der Gesamtansicht in die Details hinein. Also mein Tipp wäre es, fang nicht irgendwie hier an, da jetzt diese Wand, dann machst du Stein für Stein, so, und bis das fertig ist und der Rest ist noch gar nicht auf dem Blatt Papier. Das kann in die Hose gehen, weil du dann vielleicht auch den Ausschnitt falsch gewählt hast oder du dann schnell die Lust dran verlierst. Also es ist immer gut, wenn das Bild zu jedem Zeitpunkt in sich abgeschlossen ist, also über das ganze Bild der gleiche Status ist. Also in der Entwurfsphase, dass die Details vielleicht, wenn du Details hast, hier und hier, dass du alles ein bisschen gleichzeitig machst, also nicht stressen, einfach, dass man da nicht von links nach rechts zeichnet, sondern wirklich das ganze Bild im Blick behält, das ist noch wichtig. Aber wie gesagt, du kannst dann mit den Farben starten oder du kannst auch hier schon mal gewisse Aspekte betonen, wo du findest, ja, vielleicht ist diese gerade ganz speziell, ich deute das nur an und ich fange jetzt, wie gesagt, von diesem Haus an, weil von hier geht ja alles nach außen und da habe ich eine gute Orientierung vielleicht. Dann setze ich diese kleine Wand hier ins Bild und da kann ich von hier aus ausgehen. Okay, ich habe jetzt diesen Abstand, dann fange ich dann mit diesem Busch an und dann setze ich dieses Haus vielleicht fertig, fast fertig um und so weiter. Dann gehe ich auf diese Seite und fange mit der Wand an, das ist noch stark, vielleicht diese Sachen betonen. Und kann man sich dann Stück für Stück langsam ins Bild hineinarbeiten und dann sieht man schon, ein bisschen zurückgehen, und dann sieht man schon, was wie wo funktioniert. Was kann ich noch ein bisschen mehr betonen und wo sollte ich noch betonen? Was kann ich effektiv weglassen? Weil das weißt du ja am Anfang gar nicht, man nimmt sich etwas vor, aber Pläne ändern sich natürlich. Und die Umsetzung einer Zeichnung lebt dann sowieso, hat sowieso ein Eigenleben. Mit dem musst du ja klarkommen, das ist immer so. Und darauf vorbereitet sein und auch mal schauen, was die Zeichnung zu dir sagt, wie das überhaupt zu dir spricht. Ein bisschen intuitiv da sein und ja, offen für etwaige Überraschungen. Vielleicht findest du, wow, das sieht ja fantastisch so aus, ich muss ja gar nicht mehr zeichnen. Dann hörst du dann auf. Aber wichtig ist, dass du die Zeichnung insgesamt im Überblick hast. Also eben, wie gesagt, nicht von links nach rechts, von oben nach unten, sondern überall ein bisschen die Zeichnung einfangen, das Bild einfangen, dass du nicht irgendwo zu viel machst und dann merkst, ups, hätte nicht sein sollen. Bleib auf jeden Fall bei deiner Strategie, also versuch mal bei der Strategie zu bleiben, wie du vielleicht das Bild aufbauen möchtest. Du bist dann immer noch im Überlegungsstadium. Diese 4 Punkte kannst du in einer Minute durchlaufen. Vielleicht setzt sich dann Punkt 3 oder Punkt 4 dann später im Verlauf der Umsetzung dann effektiv ins Spiel mit ein. Und du merkst auch, ich hätte an das denken sollen. Oder nein, jetzt brauche ich bei der Entstehung brauche ich dann effektiv mehr Zeit für die Umsetzung, für die Weiterführung. Es ist mir etwas passiert, das nicht hätte sein sollen. Was mache ich jetzt damit?
Also auch da ein bisschen offen und immer wieder flexibel bleiben bei der Umsetzung deiner Vorlage. Ja, das waren die kleinen 4 Punkte. Ich hoffe, sie konnten dir ein bisschen helfen. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Däumchen nach oben da oder einen Kommentar. Dann weiß ich auch effektiv, wie das ankommt, was ich da verbessern kann. Also lieben Dank dafür. Wenn du mich, ja, wie gesagt, unterstützen möchtest, ihr kennt das ja, kannst du das sehr gerne tun auf Buy Me Coffee. Der Link steht unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Zeitstempel zu den einzelnen Punkten. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Ausprobieren. Mach's gut, auf bald!